Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Design am Start und heute mit einem Video, wo ich euch zeige, wo die neue Puma Spawn Location ist. Wenn ihr es hinbekommt, ein Puma im perfekten Zustand zu erlegen, habt ihr auf die Schnelle $21,25. Wo diese Location ist, welche Waffe ihr benutzen sollt und wie ihr am besten vorgeht, das zeige ich euch jetzt. Die Puma Spawn Location befindet sich ganz in der Nähe von Blackwater im Great Plains Gebiet. Dort, wo ich jetzt stehe. Am besten setzt ihr euch die Markierung genau dorthin, wo ich es gemacht habe. Normalerweise spawnt hier ein Puma rund um die Uhr, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, wenn ihr abends rum hier hinkommt. Sobald ihr seht, dass die Sonne untergeht, ist er zu 99% hier am Start. Bevor ihr jedoch hier hingeht, solltet ihr eine Vorbereitung treffen. Ihr solltet euch ein Bolt-Action-Gewehr besorgen oder ein Bogen. Ich kann euch nur empfehlen, besorgt euch ein Bolt-Action-Gewehr, damit ist es natürlich am einfachsten. Ob Bolt-Action oder Bogen, beide Waffen haben die Möglichkeit, einen Puma im perfekten Zustand zu erlegen. Hierfür ist es natürlich wichtig, auf seinen Kopf zu zielen. Reitet ihr jetzt zur Markierung, solltet ihr eure Minimap im Blick behalten. Sobald der Puma nämlich im Angriff ist, erscheint hier ein roter Punkt. Am besten funktioniert das Ganze, wenn ihr auf den Moment wartet, bis er euch versucht anzugreifen. Dann rennt er nämlich gerade auf euch zu mit Kopf voran und dann könnt ihr ganz genau einen Headshot landen. Habt ihr diesen dann gehäutet, begibt ihr euch auf die Schnelle nach Blackwater zum Schlachter. Das Ganze könnt ihr beliebig oft wiederholen und habt so richtig schnell viel Geld am Start. Hier kann ich euch noch empfehlen, falls andere Spieler in Blackwater sind, benutzt die Fähigkeitskarte Aalglatter Bastard. Diese Karte verhindert nämlich, dass die Spieler euch per Auto-Aim anvisieren können, somit könnt ihr in aller Ruhe an den Leuten vorbeireiten und euer Puma verkaufen. Ich hoffe doch, dass mein Video euch gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte. Wenn es so war, lasst es mich doch wissen in Form eines Kommis, Likes oder Abos. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, Design.